Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam. Himmel! Jo, wir sind immer noch in diesem Dungeon und müssen immer noch diese Stolos etc. besiegen. Und mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. Wir nehmen mal erstmal weiter Fund für diese Ebene. Ja. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt demnächst endlich mal. Hab keinen Bock, Ewigkeiten in diesem Dungeon hier festzuhängen oder diese Mission zu machen. Ich hoffe, es wird in diesem Part klappen. Ansonsten werde ich das offscreen machen, weil das will ich euch ersparen, dass ich durchgehend diese... Ja, verdammte... Missionen die ganze Zeit mache. Ich glaube, ihr habt auch keinen Bock, durchgehend nur dasselbe zu sehen. Durchgehend... Diesen Kampf... Den wir dann immer wieder verlieren. Das ist ätzend. Echt, echt ätzend. Und auch nicht die ganze Zeit diesen Weg hier. Oh Mann, oh Mann. Belebersam, immerhin. Ja, nice. Sehr geil. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich einfach gleich ein Safe State mache. Einfach gleich ein Safe State machen. Ja, alles klar. Hier, komm. Nochmal. Oh Gott, ich hab mich gerade tot gesehen. Ich hab mich gerade tot gesehen, Leute. Ich hab mich gerade so tot gesehen. Wir haben einen Chaos-Samen. Der sorgt für Verwirrung. Das ist immerhin ganz gut. Und ein Stopper-Orb, der alle Gegner versteinert. Das könnten wir ausnutzen. Ich glaube, ich mache hier jetzt ein Safe State, Leute. Ja, ich mache hier jetzt ein Safe State. Und... Ja. Obwohl, ich mache gleich ein Safe State, wenn wir... Wenn die den letzten Satz sprechen. Allzeit bereit, auf geht's. Safe State setzen. Jetzt. Okay, alles klar. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Weil ich glaube, jetzt wird erst der Kampf geladen. Und alle... Sachen, wie sie funktionieren, etc. Das war schön! Warte, was ist das nochmal? Ich wechsle mit allen, ne? Anwende die Reihe nach Position anderer Pokémon im selben Raum ein. Mache ich einmal Ausdauer? Ja. Ich mache einmal Ausdauer. Versagt! Was ist das denn? Oh, aber... Oh Mann, ey, dieser Turmkick. Ist halt, dieser Turmkick ist halt richtig super. Kommt einer davon? Ach nee, die sind noch lange nicht besiegt. Geduld, oh. Bodycheck. Eisenabwehr, okay. Lebensschelle. Ich mache jetzt einmal... Es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt diesen Stopper-Orb einzusetzen, aber sinnvoller ist es. Mystische Kraft für was? Shit. Eisenschädel. Ein Belebersamen haben wir zwar, aber wir haben keine Siedelbeeren. Okay, alles klar. Die ist besiegt. Oh, verdammt. Tackle. Scheiße. Okay, ich musste wechseln. Vorsichtshalber. Vorsichtshalber. Der hat wenig KP, ne? Richtig, alles klar. Turmkick, schöne Sache. Müssen einmal hochgehen. Und wechseln und hoffen, dass sie mir die Thales angreifen. Alles klar, okay. Aber es... Okay, wir müssen... Ich merke mir... Stopper-Orb bringt nichts. Alles klar. Stopper-Orb bringt nichts. Das heißt, wir gehen einmal runter. Ausdauer einsetzen bringt auch nichts. Das heißt, wir werden Sprungkick fixieren und einsetzen. Nein, dann... Wow! Fuck! Die Attacke ging daneben. Das war ein bisschen... Das ist natürlich richtig bitter. Metallklaue. Ist auch besiegt. Scheiß, die Wand an.
Ja, jetzt hat es natürlich getroffen. Wir müssen halt hoffen, dass wir nicht angegriffen werden. Gardevoir auch nicht zu viel Leben verliert. Ja, okay, alles klar. Scheiße, okay, der erste Turmkick geht daneben. Ich weiß nicht, ich guck mal nach, ob das jetzt immer noch der Fall ist. Wenn das der Fall ist, nein. Ach so, ich habe einen Pfund. Oh, verdammt. Ich hatte Pfund. Turmkick. Turmkick ist halt so geil. Sprungkick meine ich. Sprungkick hatten wir gerade, ne? Sprungkick ist daneben gegangen. Alles klar, Gardevoir hat den ersten Dingsbelebersam draußen. Schöne Sache. Sehr geil. Ist besiegt. Super gut. Kraftwelle ist halt auch eine super schöne Attacke. Meditalis, du... Ah, schöne Sache. Meditalis hat schön angegriffen. Nur hoffen. Okay, alles klar. So, jetzt machen wir mal kurz was richtig Dummes. An. Switchen. Falls wir gleich zu low sind, wird Gardevoir wahrscheinlich Dings einsetzen, oder? Ja, super geil. Alles klar. Jetzt können wir... Oh, verdammt. Haben wir noch den Belebersam? Den Belebersam haben wir nicht mehr, ne? Nein. Scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Weg von hier. Alles klar, okay, das war super. Das war sehr gut. Sehr gut. Das war richtig, richtig gut. Wir haben... Super. Oh mein Gott. Nein. Nein. Okay. Okay. Ich muss einen Schritt weggehen. So. Items. Eisendorn ist fixiert, okay. Wir müssen nur hoffen. Nur hoffen. Okay. Oh Gott, wir haben es geschafft, Leute. Taktisch, aber richtig taktisch. Yeah, rennt, rennt. Rennt. Wir haben es geschafft, ey. Ich bin ja diesmal richtig taktisch vorgegangen, ey. Super. Sie haben vor Panik Reis ausgenommen. Reis ausgenommen? Okay. Reis aus irgendwie, also weg, ausreißen irgendwie? Keine Ahnung. Wir sind Team Scham, unterschätzt uns nicht. Na, immerhin werden wir jetzt erstmal nicht mehr aufgehalten. Lass uns weitergehen. Jo, machen wir. Alter, endlich. Super. Schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Sehr, sehr geil. Wir müssen auf jeden Fall mehr Sinelbeeren mitnehmen. Es sieht fast so aus, als ob sich die Umgebung im Vergleich zu vorhin ein wenig verändert hat. Was? Da. Dort sind zwei Eingänge. Ja, sieht fast so aus, als ob das Labyrinth weitergeht. Wir müssen uns wohl für den richtigen Eingang entscheiden, um voranzukommen. Genau. Nur welchen sollen wir nur wählen? Wenn ich sie mir so anschaue, sehen sie wirklich gleich aus. Ich glaube, das geht schon. Wähle einfach einen von beiden. Genau, es gibt keinen Sinn, sich darüber Sorgen zu machen. Lass uns jetzt einfach den einen der beiden Eingänge wählen. Wir werden schon merken, ob er richtig ist. Ob es der richtige ist, so. Ey, wir haben echt... Oh, ich bin froh, dass wir das gerade gepackt haben, muss ich echt zugeben. Ich habe uns gerade schon wieder tot gesehen. Richtig, richtig tot. Äpfel nehmen wir zwei mit. Eine böse Beere und Siedelbeeren. Oh, wir haben so wenig Siedelbeeren, ey. Scheiß die Wand an. Ich hoffe, wir finden noch ein paar mehr. Bald mal. Noch ein Top-Elixier. Das reicht. Wir gehen erstmal den rechten Weg. Nein. Ja, verdammt. Okay, ich wollte den Weg linken eigentlich nochmal gehen, aber... Es werden eben beide falsch sein. Oh, verdammt.
Team God of War Taktik, wir sind ein Team. Es rennt trotzdem noch den Weg. Shit. Okay, das war natürlich dumm, so in den Dungeon zu gehen. Hallo Ampharos. Schöne Kraftwelle. Wow. Stolrer Kopfnuss. Oh Mann. Ist verwirrt, alles klar. Hat es besiegt, super gut. Ist ja gerade so ein bisschen problematisch, ne? Hallo Gardua. Okay, alles wieder fresh. Heieie, hatte ich gerade Angst. Weil dumm, dass ich das... Oh, warte mal, wir nehmen mal lieber Pfund. Dass ich das vergessen habe zu wechseln, ey. Das war richtig dumm. Geduld. Oh, hör mir auf mit Geduld, ey. Ich mach Geduld gleich wieder weg. Geduld ist doof. Sehr, sehr doof. Heilopfer machen wir auch mal wieder aus. Das machen wir nur in einem richtigen Kampf an. In einem richtig guten Kampf. Oh. Hat ja immer noch Energie gespeichert, alles klar. Hallo! Jo. Alter, auf einmal kommt da so ein Staraptor, was mir mega viel Damage macht. Ja, GG. Rechter Höhenfahrt, jo. Oh, Gardevoir stand auf 101 Poke. Das ist sehr gut. 101 Poke kann man immer ganz gut gebrauchen. Das Top-Elixier ist mir jetzt nicht wert, von dem Lepomentas angegriffen zu werden. Oh, Staraptor macht dort. Der Turmkick macht halt mega Damage. Okay. Hey, hey, hey. Gut, dass ich wusste, dass da ein Pokémon steht. Beziehungsweise, wo das Pokémon stand. Keine Ahnung, welchen Ob wir aufgesammelt haben. Die Dings ist zu schnell wieder weggegangen. Der Eintrag im Log. Als ob ich jetzt eingeschlafen bin. Komm schon. Schöner Turmkick. Alter. Schöne Kraftwelle. Alles klar. Nur weil ich auf diese verfickte Falle getreten bin. Ich hasse Fallen. Oh, das ist so bitter. Das ist so fucking bitter. Mann. Oh, ich wette, wir haben wieder die ganzen Sinelbeeren und so verloren, oder? Ja, ah, wow, wir haben noch eine Sinelbeere. Schön. Oh, ich hasse es. Ich hasse Fallen in diesem verdammten Spiel. Sie sind so nervig. Oh. Das regt mich jetzt auf. Das regt mich gerade wieder richtig auf. Marombeere scheißen wir drauf. Brauchen wir nicht. Oh, Mann. Oh, schön diesen geilen Kampf gewonnen, ne? Und dann wegen so einer verfickten Falle in einem so einem Kack-Dungeon hier. Oh. Mystery Dungeon ist echt ein Game zum Ragen. Eieiei, ey. Geh weg. Keiner mag dich, Staraptor. Okay, doch, ich mag dich. Tut mir leid, ich wollte nicht so gemein sein. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Din, din, din. Okay. Ja, übrigens, ich habe meine Placements komplett fertig, Leute. Ich bin jetzt Silber 4 eingestuft worden. Ich bin am Ende 6-4, glaube ich, rausgegangen. Aus den Placements. Ich stand 5-2. Hab dann zwei Games hintereinander verloren. Weil du als Supporter kannst du halt nichts machen, wenn das restliche Team komplett feedet und total dumm spielt. Das ist, geht halt nicht. Kannst du nicht machen, nichts machen. Klar. Jetzt kommen bestimmt so Leute, ja, richtige Supporter können easy carryen das Game und rumdrehen. Aber ja, wow. Nicht, wenn das komplette Team die ganze Zeit solo died. Du kannst nicht als Supporter alleine gegen 5 fighten. Das geht nicht. Nicht als wirklicher Supporter, als AP-Lux-Support vielleicht, ja. Aber sonst nicht. Ja, und dadurch habe ich noch 2 Games verloren und das dritte war dann wieder gut. Das dritte war dann wieder richtig gut. Das war, ha. Danach habe ich noch ein Game mit Ichigo zusammen gemacht, das haben wir dann auch wieder verloren. Dann noch ein Game gemacht, das haben wir auch wieder verloren. Glaube ich, war das. Oder eins gewonnen, eins verloren, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwie so war das. Aua! Ich muss aufpassen, Alter, ich will nicht sterben. Komm, Level. Och Mann, komm, gib mir noch eine Attacke.
Gib mir doch endlich mal eine coole Attacke. Oh Gott, das ist was, oder? Das war's nicht. Wenn jetzt gleich ein Pokémon kommt, ich setz instant eine Sinnelbee rein. Hei, hatte ich gerade Angst. Oh, ich will hier nicht schon wieder krepieren in diesem Dungeon. Oh Mann. Naja, ja, okay. Oh, ich sehe da drüben so eine Art Licht. Das ist sicherlich der Ausgang. Wir haben es geschafft. Wir haben die Höhle durchquert. Ja, ihr kommt nur wieder aus dem anderen Weg raus. GG. Wartet, ist das nicht... Ja, ganz genau. Hier haben wir angefangen. Wir wurden reingelegt. Es war nicht der richtige Eingang. Der linke Eingang muss der richtige sein. Aber ist das nicht toll? Jetzt wissen wir den Weg. Jetzt wissen wir es. Lass uns diesmal den linken Eingang probieren. Jo, machen wir. Ja, jetzt muss ich mich wieder irgendwie auf Gold hochcarryen. Wird vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger, da ich Supporter ja spiele und nicht irgendwie noch Jungle oder so. Als Jungler oder so kannst du dich halt easy hochpushen. Das ist ja kein Ding. Aber als Supporter musst du halt hoffen, dass dein ADC gut ist oder dein irgendwer aus dem anderen Team Staffete wurde, okay. Und Psychokinese, nein! Oh, schön viele Äpfel. Die nehme ich doch gerne mit. Wenn hier gerade so ein paar Stollracks kommen. Ich mach das mal so. Mach mal einen Sprungkick aus Hoffnung. Wenn ich jetzt dadurch krepiere, ne? Oh! Oh! Hi-ya-ha! Okay. Als Jungler irgendwie einfach Pokasix picken und du hast einfach ein easy win! Ich geh weg. Au. Au. Mach irgendwas. Ah, ich brauch KP. Ich brauch KP. Jetzt ist es auch noch verwirrt. Komm schon, tritt auf die Treppe. Bisschen KP. Alter, kannst du jetzt mal aufhören, auf dieses verdammte Feld zu kommen? So, erstmal ein bisschen KP heilen. Und runter. Okay. Ja, einfach Kha'Zix picken oder so. Oder irgendwas, was mega OP ist, was easy carryen kann. Und dann ist alles fresh. Kannst du halt easy dich hochpushen. Aber als Supporter ist das eher schwer. Wie gesagt, du musst hoffen, dass dein ADC gut ist, dein anderes Team nicht komplett irgendwie verkackt und irgendwie feedet. Sowas wie eine Ahri, die im Midgame dann auf einmal 30-2 steht. Im Midgame, wohl gesagt. Nicht? Was? What? Alter, nicht im Late, nein, im Mid. War schon heftig. Naja, gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Part erstmal. Ja. Ja, doch, doch. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.